Hallo Nava. Hallo, alter Mann. Wirklich? Hast du sonst nichts zu tun, als hier rumzuhängen? Pah! Nee, habe ich gerade tatsächlich nicht, ne? Gut. Dann eben nicht, Nava. Warum hast du einen Fressnapf, wenn du kein Haustier hier hast? Und warum haben hier alle so viele Flaschen rumstehen? Fragen über Fragen. Nur die Entwickler kennen die Antwort. Moment. Ich wollte eigentlich gegenrennen. Moment. Nee? Schade. Hätte gedacht, das würde funktionieren. So komme ich da auch nicht hoch. Ah, die Truhe bleibt mir verwehrt. Zumindest noch. Dann lass mal die erstmal liegen. Nava kann mir auch nicht helfen, so ein Dreck. Oh. Ich kann hier fischen? Nee, ich kann die Fische umbringen. Na gut, dann ist nichts mit Angeln. Ja, da muss ich mir jetzt echt noch einen Weg suchen, wie ich ins Dorf zurückkomme. Das erweist sich gerade als schwieriger, als ich denke. Gut, wir müssen jetzt nur noch nach oben. Laut dem Schild. Ja, dann sind wir da. Ich bin da so echt schon dran vorbeigelaufen. Ei, das schaffe auch echt nur ich. Wir sind zurück. Als Jess seine Frau und seinen neugeborenen Sohn verlor, hat er sich verändert. Deswegen ist er heute ein gebrochener Mann. Er weiß, dass der Tod jederzeit zuschlagen kann. Klingt auch ziemlich hart, ne? Oh, Bonaire, mein Herz ist voller Liebe für dich. Und doch liegen Welten zwischen uns. Ich wünschte, du würdest von mir träumen. Anstatt von dem blöden Surfen. Lass ihn doch. Ich meine, wenn der Surfer lieben mag, also lieber mag, lass ihn seine Träume. Ich meine, wenn er von dir träumen würde, würde er sowieso. Naja, gut, lassen wir das. Hey, Alter, ich habe gehört, Jess baut wieder Waffen. Hört sich gut an. Schade um Olen, aber offensichtlich brachte er dadurch Jess zum Aufwachen. Hier läuft's eine ganz ernste Sache ab, Bruder. Ja, hier geht's echt übel ab. Aber das Gute ist, jetzt sind die Häuser auch offen. Jetzt kann ich wieder shoppen gehen gleich. Ich will nicht, dass noch mehr meine Freunde sterben. Das sagt sich so leicht, ne? Wenn hier einfach mal alle Monster wüten. Dann ist das leichter gesagt als getan. Oh. Hier hat sich jemand eingeschlossen. Naja, nicht sich, sondern die Truhe. Das ist wahrscheinlich der größte Schatz von allem. Und ich komme nicht dran. Naja. Muss ich durch. Ein Wort mehr und die Hausordnung schlägt zu. Ist das eine Drohung, laut Weißbrot? Muss ich nur gerade echt noch mal gucken, wo der Laden noch mal war. Okay, ich krieg noch ein bisschen Geld. Ja, noch jemand? Sybil. Ich habe auf dich gewartet, Alandra. Während ich wach bin, habe ich die unglaublichsten Träume. Keine normalen Träume, sondern schreckliche Zukunftsvisionen. Du musst mir helfen.
Warte, ich zeig dir, was ich meine. Hier, nimmst du meine Hand? Okay. Kannst du es sehen, Alandra? Ich weiß, du kannst. Du kannst den Traum, den ich jetzt gerade habe, sehen. Okay, ab in den Traum. Okay, Max, dann viel Spaß dabei, ne? Und bis später dann vielleicht. Okay, sie träumen von Zombies. Klang zumindest so. Verschwinde von hier, du Biest! Oder ich werde dich miterschlagen! Bei den Göttern! Oh! Okay, er hat sich einfach mal in einen Wolf verwandelt. Er ist ein Beharrter in Anführungszeichen. Und die Murk machen ihre Freudestänzchen. Melsas wieder. Oh, der verrostete Scheiter. Oh nein. Ihr tut den Jungen aber nichts, oder? Okay. So viel dazu. Das war jetzt alles geschehen. Ich weiß nicht, ob ich das gut heißen will. Alandra, mein Traum wird bald Wirklichkeit. Alle wurden Wirklichkeit. Das macht mir am meisten Angst. Du musst mir helfen. Bitte. Ja, ich versuch's, ne? Ob ich was daran ändern kann, ich weiß es leider nicht. Wir werden's sehen, Sibyl. Wenn man keine gute Träume über den besseren Hälfte bescheinigt, dann könnte es unangenehm werden, wenn die Hälfte es erfährt. Ein bisschen, ne? So Händchen halten, ne, um in den Traum einzudringen. Könnte ein bisschen schwierig sein. Vielen Dank, Alandra. Ich glaube, du und Sibyl, ihr werdet Freunde, nicht wahr? Wie nett! Juhu, ich darf shoppen. Ah ne, das war die Schmiede. Gut. Dann muss ich doch das Haus da unten nehmen. Alandra, du bist zurück. Das ist gut. Ich weiß, du bist müde, aber du solltest doch von Olin und den anderen Abschied nehmen. Ich weiß, du hast sie nicht so gut gekannt, aber es waren gute Menschen. Sind jetzt alle hier? Ah, Blumen. Nimm die Blumen mit für Olin, mein Freund. Olin mochte Blumen für immer gern. Er konnte an keiner Rose vorbeigehen, ohne daran zu riechen, aber sei vorsichtig. Es gibt Gerüchte über eine wilde Kreatur, die in der Nähe des Friedhofs gewesen sein soll. Ich will nicht, dass dir etwas passiert, verstehst du? Okay. Zombies Ahoi? Wir kriegen Blumen. Sie riechen gut. Gut, dann bringen wir sie mal zum Friedhof. Sei gegrüßt, Sinas.
Ich wollte trotzdem immer noch einkaufen gehen. Das Wichtigste vergesse ich bald. So. Ja, endlich kann ich einkaufen. So, dann will ich erstmal die Rüstung hier haben. Gib mal her. Es tut mir furchtbar leid, aber diese Rüstung ist unverkäuflich. Sie gehört meiner Familie seit Generationen. Genau genommen, seit meinem Urgroßvater. Das verstehst du doch. Warum hast du die dann im Laden zum Verkauf aufgestellt, wenn die unverkäuflich ist, Weib? Okay, dann behalte. Darf ich das mitnehmen? Wobei halt. Ich will erstmal das haben. Oh, okay. Kriege ich das? Oh, Traumwandler. Wenn du heute nichts kaufst, fang nicht an zu heulen. Es liegt über deinem Kopf. Scheiße. Wie mache ich das? Ich will das kaufen. Oh, jetzt ist es ganz oben. Scheiße, da komme ich nicht mehr dran. Ah, doch. Okay, auf den Tresen. So, aha. Ein Lebensdiamant. Ganz schön teuer. Den wählen nur die Klugen. Er kostet 500 Gulden, okay? Scheiße, habe ich nicht. Tut mir leid. Ich muss abdanken. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr für dich tun konnte. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ja, die Rüstung darf ich ja nicht kaufen. Okay, was ist das hier? Mensch. Okay, ich komme nicht richtig dran. So, jetzt aber. Okay, was ist das? Ein Zaubertrank für nur 30 Gulden. Damit kannst du dir alle deine Träume erfüllen. Willst du ihn? Alle? Für 30 Gulden? Bisschen günstig, meinst du nicht? Gut, will ich aber nicht. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr für dich tun konnte. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ach komm, ich nehm's jetzt doch. Ich habe mich umentschieden. 30 Gulden sind ja jetzt nicht die Welt. Komm, hier. Nehme ich mit, weil ich hab's noch nicht. Jo, nehme ich. Vielen Dank für deinen Besuch. Bitte schau wieder rein. Ich überleg's mir. Gut, mehr brauchen wir erstmal nicht, ne? Ja, dann gehen wir jetzt zum Friedhof vorbei. Hier sind die beiden Jungs. Hallo, Alandra. Nein, mir geht es gut. Ich komme gerade vom Friedhof zurück. Keine Sorge, ich habe nur nachgedacht. Das ist alles. Grüß dich, Alandra. Was sagst du? Ich erscheine in einem Traum von Sibyl? Ist das gut oder schlecht? In dem Fall würde ich sagen eher schlecht. Weil ich habe den Traum ja auch gesehen. Wollen wir nochmal die Gelegenheit nutzen, um zu speichern? Ich würde sagen ja, ne? Schreiben wir in unser Tagebuch. Bevor wir zum Friedhof aufbrechen. So. Spielstand speichern. Yes. Da wollen wir unsere Geschichte nochmal aufzeichnen. Erfolgreich gespeichert. Sehr schön. So, und auf geht's zum Friedhof. Leisten wir Olin den Abschied, den er verdient hat. Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten und bringen ihm seine wohlverdienten Blumen. Muss ich nur sein Grab finden. Moment. Jemand da? Nee? Oh, er hat sogar ein Plüschtier in seinem Bett. Und auch wieder eine Menge Flaschen. Ja. Der nächste Verrückte. Was zur Hölle? Weh, Tag, die Nacht, war, die geboren, Dunkelheit, glühen, ewig. Es ist zu verstaubt, um es zu entziffern. Soll allein drei Sabber machen? Ja, natürlich. Wenn es verstaubt ist? Wenn sich der Tag aus dem Schatten erhebt, wird die Nacht erhellt.
Diejenigen, die aus der Dunkelheit kommen, werden im warmen Licht der Ewigkeit zugrunde gehen. Gesundheit? Okay, das ist wahrscheinlich ein Rätsel, was ich noch nicht machen kann. Na gut. Dann suchen wir jetzt mal Olens Grab. Hier sind überall schon Blumen vor. Lyman, er liebte seine Arbeit. Wir wissen nicht warum. Okay, das ist traurig. Jalen, er liebte das Leben. Zane, sein Lächeln werden wir nicht vergessen. Und dann haben wir hier Olen, ne? Olen, von allen geliebt, von keinem gefürchtet. Und hier hast auch du deine Blumen. Alandra legte die Blumen feierlich auf Olens Grab und betet still. Erlöser! 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 Komm näher zur letzten Ruhestätte derer, die schon vor dir hierher kamen! Okay. Erlöser! Komm näher zur letzten Ruhestätte derer, die schon vor dir hierher kamen! Ja, ich bin ja da. Sesam, öffne dich. Gruft von Lars. Er hat eine eigene Gruft. Okay. Na, hoffentlich verlaufe ich mich hier nicht, ne? Diejenigen, die ihr Leben für andere gelebt haben, sollen hier nie vergessen werden. In der Gruft von Lars. Okay. Hier sind noch mehr Inschriften. Der grüne Heilige sagt, Braun befolgt meine Lehren mehr als nötig. Oh, ist das ein Rätsel? Der blaue Heilige sagt, man soll nie den Lehren des grünen Heiligen trauen. Ah. Darf ich jetzt wieder den Lügner herausenttarnen? Bogtai lässt grüßen. Der weiße Heilige sagt, dass ich der beste Lehrer bin. Oh je. Der rote Heilige sagt, ich bin nicht so ein guter Lehrer wie Bruder Blau. Und zu guter Letzt. Der braune Heilige sagt, die Lehre des Roten ist die Basis für die des Grünen. Was muss ich überhaupt genau machen? Das wurde mir jetzt noch nicht erklärt. Ich habe jetzt nur, ja, die Erklärungen gehört, aber nicht so wirklich verstanden, was sie damit jetzt von mir wollten. Ah, hier ist eine Inschrift. So wie du bist, war ich einst. Wie ich jetzt bin, wirst du einst werden. Sei bereit, mir zu folgen. Wenn du den alten Heiligen nicht den nötigen Respekt zeigst, werden sie dich in die Dunkelheit führen. Denke daran, wenn du in die untere Gruft gehst, um die anderen zu ehren, die dort liegen. Komme hier zurück, nachdem du ehrerbietig mit ihnen gesprochen hast. Okay. Mach ich. Muss ich jetzt sozusagen nochmal mit denen hier reden? Oder kann ich hier durch? Nee. Gut, müssen wir das nochmal machen, wie es aussieht. Der grüne Heilige sagt, Braun befolgt meinen Lehren mehr als nötig. Der blaue Heilige sagt, man sollte den Lehren des grünen Heiligen nie trauen. Der weiße Heilige sagt, dass ich der beste Lehrer bin.
Der rote Heilige sagt, ich bin nicht so gut, so ein guter Lehrer wie Bruder Blau. Und der braune Heilige sagt, die Lehre des Roten ist die Basis für die des Grünen. Okay, ich muss die richtige Reihenfolge finden. Das war falsch vom Sound her. Oh, Scheiße.